Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Und wir laufen hier gerade in einer richtig krassen Höhle rum. Aber richtig krass. Und da geht's anscheinend noch weiter. Wir suchen derzeit erstmal die purpurnen Neonwurz zusammen, bevor wir hier irgendwas machen. Und meint ihr, das überleben wir? Geronimo! Haben wir überlebt. Alles gut. Auch wenn der Ton, als ich im Wasser aufgeprallt bin, ein bisschen spät kam. Wieso schleiche ich eigentlich? Ich wollte doch gar nicht mehr schleichen. So, ich möchte auf jeden Fall den beschworenen Bogen zweimal ausrüsten. Ich fange schon wieder an zu schleichen, yay. Und das Ding, was wir wollten, war da oben, glaube ich, irgendwo bei so einem Rohr. War noch ein Neonwurz. Ups. Was machen die Eistrolle hier? Oh, nicht genug Magiker? Was zum Teufel? Okay, dann bringt es nicht, das zweimal auszurüsten. Ja, die können sowieso nichts machen. Die wissen nicht, wie man Treppen runtergeht. Muhaha. Ihr Idioten. So, wo habt ihr euer Neonwurz versteckt? Aha, aber war es das, was wir gesehen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Da unten haben wir es, glaube ich, gesehen. Ah, scheiße, jetzt muss ich nochmal ins Wasser springen, oder was? Nicht, wenn ich es nicht muss. Haha. Somit haben wir schon 11 Neonwurz. Ich will nicht ins Wasser springen, komm schon. Ah, danke. Dann weiten wir mal unsere Suche aus. Wir müssen nur noch 19 finden. Nur noch. Aber es geht ja recht flott. Auch wenn wir mit jedem Neonwurz, das wir gesammelt haben, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir einen Neonwurz finden. Ah, ist gut. Das haben wir aktiviert. Wir müssen nur die Augen aufhalten. Hier ist aber alles lila und purpur. Und hast du nicht gesehen? Waren wir hier schon drin? Ich glaube schon, ne? Armeequartiere? Ich glaube nicht, ne? Schauen wir mal nach. Hier müssen hier übelst viele Truhen sein, in dieser geilen Höhle. Ich erwähne es immer wieder gerne. Und wir sind fast Level 57, Freunde. Es geht richtig steil voran hier bei uns. So, mal sehen. Ich denke mal, ich werde noch die verschiedenen Rüstungen verzaubern. Ja, hier waren wir schon. So, dass wir Rüstungen für Einhandschaden haben, Rüstungen für Bogenschießen, Rüstungen für Zaubern. So, dass wir wirklich später richtig Damage mit, egal was wir machen wollen, machen. Das wird richtig cool, Freunde. Das wird richtig cool. Also wir sind noch nicht mit Schmieden zu Ende. Mit Verzaubern und Schmieden geht's immer weiter. Das kann ich euch sagen. Ich werde nicht so schnell aufhören damit. Aber jetzt haben wir erstmal unsere primäre Aufgabe gelöst, dass wir Bogenschaden ohne Ende machen. Jetzt leveln wir erstmal Bogen nach vorne und danach geben wir den Rest auch noch nach. So, ich würde sagen, wir machen das mal so. Hallo? Ich wollte schon sagen, wenn du ausfällst, Freund, dann bringe ich dich um. Möchte ich Gold. Moment, da ist ein Rohr. Was ist das für ein Rohr? Und ich muss... Achso. Hi, Jungs. Was geht? Oh, ihr seid doch schon ein bisschen tickiger, als ich dachte. Aber die ignorieren mich einfach. Aus irgendwelchen diversen Gründen, die ich nicht verstehe. Vielleicht wollten die einfach nur meine Freunde sein. Ich habe sie umgebracht. Oh. Armes Tuf-Tuf. Ist da ein Toter? Nein, das ist... Ah, das sind die Neonwurz. Somit haben wir 12 von 30. Müssen wir noch den anderen Rest zusammentragen. Schauen wir uns mal hier um. Ob wir vielleicht irgendwo noch einen anderen Gegner außer Dwemer finden und diese komischen Dingenskirchenzwiecher, die wir gerade getroffen haben. Moment, unter der Brücke wahrscheinlich, ne? Oh, das ist ja noch viel besser als Neonwurz. Seelensteine. Guck mal, wie geil wir rot leuchten. Ich bin stolz auf meine Rüstung. Korundumerz? Was? Für Seelensteine?
will kein Korundum Erz. Ich will Seelensteine. Schweinerei. Was bist du denn? Bist du auch so ein Nest oder was? Ich glaube, das ist ein Nester, ne? Wenn wir die zertrümmern, werden wahrscheinlich diese Vögel rauskommen da. Können wir sie zertrümmern? Hallo? Tja, das war eine Totgeburt. Das auch. Das habe ich eher erwartet. Oh, diesen Tanky. Flieg doch nicht weg, Freund. Willst du nicht kämpfen gegen mich? Wieso interessiert sich hier unten kein Schwein für mich? Was ist denn hier los? Nein, tötet nicht die Katze, die will sich hier nur umschauen. Das habe ich befürchtet. Schießkunst auf 90 verbessert. Boom, boom, boom. Ein Diamant. Ein mächtiger Seelenstein und theatrische Pfeile. Was? Theatrische Pfeile? Na gut, okay. So, wir haben einen neuen Level-Up. Ein neues Level-Up. Na komm, die 400 machen wir noch voll an Magicka und dann reicht das auch. Den Rest packen wir alles auf Leben. 400 Magicka, das reicht locker aus. Wenn wir nachher genug Perks haben, verbrauchen unsere Fähigkeiten sowieso so wenig Mana. Da könnt ihr gar nicht gucken. Wir können auch verschiedene Rüstungen machen für verschiedene Magiefähigkeiten, wie zum Beispiel Blitz. Weniger Magicka verbraucht, weniger Magicka Feuer. Und hast du nicht gesehen? Können wir das richtig rausspammen ohne Ende. Schauen wir mal, was hier oben ist. Hier ist alles plötzlich grün. Was zum... Seid ihr nett? Nein. Falma? Was? Wieso seid ihr Falma? Du bist eine Katze. Los? Du bist ein Falma. Aber nicht der Rest. Was ist mit den Jungs passiert? Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppichkäfer. Warum heißen sie alle Falma Savant? Was ist denn nicht in Ordnung mit denen? Seid ihr Sklaven oder so? Gehirnwäsche vielleicht? Na komm her, Gollum. Nein, Moment, die sehen wirklich aus wie Gollum. Ich und deswegen schieße ich nicht mit Drachenknochen. Weil diese Pisser da ausweichen ohne Ende. Und ich nicht treffe. Noch ein Bogenschütze, Alter. Warum seid ihr Falma? Das ist irgendwie unlogisch. Vielleicht finden wir hier irgendwie so noch ein Buch oder so. Was ist denn das hier für ein Ort? Ist ja crazy. Halle der Kontemplation? Was? Was bist du denn? Junge. Sind tatsächlich noch andere Leute. Was seid ihr bitte? Ja, super, ey. Was ist denn los? Was war das? Ich einfach nicht treffe. Was sind das für Leute? Und warum greifen die mich an? Oh, ich werd gesehen. Hallo? Wer sieht mich denn hier bitte? Hä?
backt hier vielleicht jemand in der Wand fest? Ich wünsche dir viel Spaß da hinten in der Wand. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie gerochen. Ich hab's irgendwie gerochen, dass da irgendjemand hängt. Hoffentlich verrät er mich nicht an seine Freunde. Wie zum Beispiel den hier. Irgendwo muss hier doch jemand sein, der mir das Rätsel hier aufklärt. Was das mit diesen Leuten auf sich hat. Das ist ja crazy. Gehen wir mal in den anderen Raum und gucken, ob wir... Hast du dich befreit? Au. Oh, das tat ja so doll weh. Muhahaha. Da hab ich seinen Arm zerfetzt. Das Gold nehme ich gerne. Ja, ich glaube, der hat sich befreit. Und ist dann auf mich zugestürmt gekommen. Hast du einen echten Namen? Nee. Aber ich klau dir mal dein Gold. Oh, da ist ja noch einer, den hätte ich auch beklauen können. Aber jetzt zu spät. Jetzt zu spät. Ups, das wollte ich nicht. Bleib ruhig sitzen. Ich verstehe die Jungs nicht. Was haben die für ein Problem? Wenn ich bloß wüsste, warum die hier so aggro sind. Huch. Was ist denn hier los? Wo? Hi, Vollmer, was geht? Hast du hier noch irgendwo Freunde? Und man kann sagen, was man will, aber dieser Bogen macht auch heftig Schaden. Nur halt, dass der andere ein bisschen mehr Schaden macht. Gerade auch wegen der Verzauberung und alles, weißt du? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir auch mit. Das kann da bleiben. Wo kommen wir hier oben hin? Wieder zurück, ja? Dann lass uns mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Da kommen wir auch zurück. Gehen wir zuerst den lang. Den Weg hier. Es ist eine verdammt crazy Höhle. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, zu dieser Tatsache, dass hier andere sind, die sich für Falmer halten, anscheinend. Ich höre hier oben Leon Woods. Und ich höre hier eine Menge Leute. Ist da jemand? Nein. Oh. Hoppla. Was bist du denn, Alter? Verzieh dich aber ganz schnell. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ich hoffe, dich zu heilen. Falmer Kriegketzer? Krass. Der ist ja mal richtig krass drauf, der Junge. Oh, 106 Rüstung würde mir das geben. Krass. Hau rein. Ach, da wäre der andere Eingang gewesen, ja? Hab ich dich. Ach, die bauen die Dinger auch noch an. Ah. Ach, Moment, warte. Shit. Jedes Mal, wenn sich mein Bogen auflöst, muss ich auch das hier wiederholen. Oh. Ich bin der König der Welt. So gehorchet mir untertan. Oh Gott, sieht sich schwul. Jetzt habe ich natürlich meinen Bogen weggesteckt, ne? Oh Gott, nein! Ich wäre fast runtergerutscht, Alter.
Wir müssen doch nochmal die andere Tür nehmen und gucken, was da ist. Aber es hat mich immerhin zu Nierenwurz gebracht. Das ist nicht schlecht. Zu, einmal runter, bitte. Fehlen uns nur noch 17, glaube ich, ne? Ich sag ja, wir werden hier noch ein paar Folgen drin hängen, aber mir macht das überhaupt nichts aus, weil diese Höhle richtig krass ist. Erstmal was ganz anderes als die anderen Höhlen. Richtig episch. Ich frag mich, ob es mehr davon gibt. Warte. Der Ausgang, den wir suchen, ist der hier, ne? Genau. Wir müssen alles untersuchen wegen den Nierenwurz. Die könnten überall rumhängen. Und es könnte sich halt schwer erweisen, die letzten zu finden. Gerade wenn wir irgendwie noch 5 brauchen oder so, werden wir, denke ich mal, sehr lange brauchen, um irgendwie einen Nierenwurz zu suchen. Aber ich sehe es pessimistisch. Ich werde einfach da suchen, wo ich noch nicht war. Wobei meine Orientierung ja eigentlich für den Arsch ist, wie ihr wisst. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten könnt ihr mir sagen, ob ihr irgendwo einen Nierenwurz gefunden habt, denn das hier ist die letzte Folge für diese Aufnahme. Es heißt, ihr habt ein bisschen Zeit, mir zu sagen, wo ihr Nierenwurz seht. Was bringt es mir, hier zu sein? Na, springen wir hier runter. Ein Riese? Hier muss es irgendwo andere Eingänge geben, ne? Wie kommt denn der Riese sonst hierher? Ist ja mal krass, das ist richtig hier belebt. Ist nicht so, als würde es hier einfach nur eine stinknormale Höhle sein. Muha! Hab die schwer dich gemacht, Junge. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Ja, Nierenwurz, hallo. Somit haben wir 14 von 30. Wir kommen dem Ziel näher. Jedes Mal, wenn wir irgendwas aktivieren. Himmelsrand. Da haben wir noch einen Ausgang gefunden. Es hat sich ein Ausgang aufgetan. So. Finden wir vielleicht hier oben noch irgendwas? Ganz in der Ecke? Ich glaube eher nicht. Wer geht hier schon dahin? Ist das vielleicht unsere Quest, wo wir hier langsam hingehen? Ich glaube, da wollen wir noch nicht hin. Was für eine Quest haben wir momentan aktiv? Die Entschlüsselung. Übertrage das Lexikon. Da wollen wir tatsächlich hier noch nicht hin. Aber egal, da gehen wir zum Schluss hin. Das dürfte wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Weil es am Ende liegt. Wir suchen ja derzeit die Pupa und Nierenwurz. Die sind für mich momentan Priorität. Da ich die Quest unbedingt haben möchte. Weil ich jede Quest haben möchte. Und darum suchen wir jetzt mal an den entlegenen Orten auch mal, aha, nach Nierenwurz. Moment. Das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Wie gesagt, er hat theatrische Pfeile dabei. Naja. Wenn der meint, dass er mir die adrische Pfeile schenken will, dann darf er es auch gerne. Schauen wir mal, ob wir nochmal Seelensteine bekommen können. Ein mächtiger Seelenstein. Oh yeah, das geht richtig voran, Freunde. Das geht richtig voran. Damit können wir unsere Waffe später richtig aufladen. Na gut, dann gehen wir halt mal stille Ruine. Und ich habe Nierenwurz gehört, das heißt, außenrum wird irgendwo Nierenwurz sein, das ich definitiv vergessen werde, weil wir nach dieser Ruine wahrscheinlich Schluss machen für heute. Oder auch nicht. Oh, Nierenwurz.
Somit haben wir schon die Hälfte, Freunde. Die Hälfte haben wir erreicht. Amulett von Kynareth. Das ist schon mal gut. Das kann man verkaufen. Falls ich jemals dazu kommen werde, aus meinem Geiz heraus meine Sachen wegzugeben. Ups. Die Kohlensäure. Ich bin ja viel zu geizig, um irgendwelche Gegenstände zu verkaufen, die wirklich wertvoll sind oder einzigartig aussehen. Ich höre dich, Neonwurz. So zeigen sie sich bitte. Hab ich dich. Fehlen nur noch 14. Oh, er hat mich entdeckt. Ach, wir können ja nicht leise zaubern, ne? Stimmt ja, da war ja was. Haben wir was vergessen zu skillen. Muss das sein? Oh, Wiedersehensteine. Huch. Mach die Tür zu. Das sieht nach einer guten Art aus. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Jawohl. Die Seelensteine sind schon mal mein. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz, was am Ende des Ganges ist. Und dann verabschieden wir uns. Das sieht übrigens nach Spinnen aus. Hier hausen... Seltsam. Ich kann irgendwie nicht laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich sprinte nur so ganz kurz nach vorne. Aber wenn ich in diesen Modus gehe, kann ich sprinten. Hier kann ich nicht mehr sprinten. WTF. Achso, weil ich dann gedockt war. Keine Ahnung. Spinnen? Hallo? Will mich keine Spinne begrüßen oder so? Seltsam. Finde ich auch seltsam, warum ich gerade gedockt war. Wo könnten die nächsten Neonwurz sein, ey? Wenn ich ein Neonwurz wäre, wo würde ich mich verstecken? Vielleicht in einem dieser Häuser, wo ich die Tür zugemacht habe, vielleicht? Nee. Na, Freunde, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Und sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.